Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DFI und BTC-Analyse. Mein Name ist Klerik und ihr seid hier auf meinem Krypto-Kanal. Was ist in den letzten Tagen passiert? In den letzten Tagen sind wir abverkauft, haben hier ein Doppelbottom gebildet und dann hier stehen geblieben. Wir haben es nie geschafft, über die 2,61 rüber zu kommen mit einem Schlusskurs und das war der letzte Stand. So, dann haben wir also gestern das gleiche nochmal versucht um die Mittagszeit herum. Und dann haben wir aber direkt wieder abverkauft und nachdem diese große rote Kerze gekommen ist, aber kein Follow-up hatte, sondern sofort eine grüne Kerze zurückgekauft hatte, war klar, dass er nach oben durchbrechen wird. Habe ich dann auch direkt so geteilt in den Kommentaren von diesem Video und dann sind wir auch direkt durchgebrochen, haben nochmal einen Retest gemacht und sind dann höher gelaufen, aber dieser Kurs fing an zu schwächeln und hat immer längere Wicks gemacht und hat nicht geschafft, über das Hoch der Vorkerze zu kommen. So, also hier vorne schon nicht über das Hoch geschlossen, dann die nächste Kerze auch nicht über das Hoch geschlossen und damit war klar, dass dieser Kurs jetzt anfängt zu schwächeln. Hat also noch einmal einen Abverkauf gehabt, hat aber keine Follow-up-Kerze gemacht, was positiv war, ist also quasi bei der 2,60 stecken geblieben und ist direkt wieder hochgelaufen. Hätte also jetzt mit dieser Kerze den nächsten Schwung hier bis zu 2,81 bedeuten können, hat er aber nicht geschafft, die nächste Kerze wieder nicht geschafft, das letzte Hoch auf zu überschreiten. Und wir können hier mal kurz einen Strich hinsetzen und dann sehen wir, dass er das noch einmal versucht anzulaufen, hat aber wieder nicht geschafft, drüber zu schließen. Und jetzt können wir einen größeren Abverkauf erwarten. Also zweimal gegengetestet, zweimal nicht geschafft, hier drüber zu kommen, ist ein schlechtes Zeichen für den DFI und deshalb kann es sein, dass er jetzt hier runterfällt, wenn er im nächsten Zuge nicht direkt durchschlägt. Ja, so viel zum DFI. Schauen wir uns mal den BTC an. Der BTC hat hier wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet. Ich war sehr bullisch, als er endlich geschafft hatte, mit dieser Kerze die 42.400 zu durchbrechen. Sah super aus, aber auch hier leider keine Follow-up-Kerze. Ist mit der nächsten Kerze direkt an der 42.800, an der nächsten Resistenzlinie hier stehen geblieben. Und ja, von da an ein Abverkauf gewesen. Und er hat es in dieser Kerze hier noch einmal versucht, jetzt einen gesunden Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten. Hier haben wir ja unsere 1, unsere 2, unsere 3. Das heißt, wenn er hier gedreht hätte, wäre eine perfekte 4 geworden, um dann hochzustarten und höhere hochzumachen. Aber er hat leider hier mit dieser Kerze versagt, hat es hochgekauft, nicht geschafft, wieder runtergekauft und dann kam der Abverkauf. Und jetzt sind wir in einen Abwärtstrend gewandert. Das heißt, was ist im BTC jetzt die Zukunft? Die Zukunft ist folgendes: Wir sind weiterhin hier in einem Kanal und zwar von hier unten bis hier oben, das heißt 42.800 bis 40.600. Das ist der Kanal, wo er immer wieder hin und her gehen könnte. Wenn er aber jetzt durch diese 40.600 durchbricht, dann ist auf jeden Fall drin, dass er mindestens, ja, ich sag mal, mindestens 38 erreichen kann. Das wäre die nächste, 38.000. Er könnte aber sogar bis 36.000 fallen. Also sollte er hier durchbrechen, dann ist als nächstes 38, vielleicht sogar 36.000 drin. Ja, so sieht das hier aus. Auf jeden Fall nicht rosig. Sollte er aber schaffen, sich hier drüber zu halten und hier über der 42.800 zu schließen, dann ist es sogar möglich, dass er höher steigt bis hier in diesem Bereich. Wenn er diesen Bereich dann nicht, also bei diesem Bereich nicht abgewiesen wird und runterfällt, sondern höher steigt, dann wäre immer noch das Ziel, was ich ganz am Anfang gezeigt hatte, als wir hier bei der 50.000 waren, da wäre das Ziel immer noch von ungefähr 58.000 drin. Aber das ist jetzt wirklich ganz, ganz, ganz weit rausgegriffen. Bis dahin haben wir noch sehr, sehr viele Aufs und Abs. Also falls wir uns hier schaffen zu halten und nicht hier unter diese 40.500 brechen, sondern hochsteigen und dann hier die nächste 46.000 Level überschreiten, dann wäre wieder 52.000 und dann sogar 58.000 drin. Bei der 58.000 spätestens müsste er aber dann Reaktion zeigen und wieder runtergehen. Aber das ist noch ganz, ganz weit entfernt. Sollten wir hier diese 40.500 nicht halten und nach unten durchbrechen, dann ist der nächste Support auf jeden Fall 38.000 oder 36.000. Ja, so sieht das jetzt erstmal aus. DFI könnten wir auch mal im ganz, ganz großen Bild uns einmal anschauen.
Wenn wir hier mal zusammenziehen im Tageschart, da sehen wir, dass wir leider unsere Chance verpasst haben, einen gesunden Aufwärtstrend zu machen. Und zwar können wir hier sehen, dass wir, nachdem wir eine 1, 2 und eine 3 gebildet haben, hätten wir hier vorne mit der 4 stehen bleiben müssen. Das war die 3,50 Dollar Grenze oder spätestens bei, ja, 3,40 Dollar ungefähr. Das ist also das Gesündeste wäre es gewesen, also hier zu drehen, um dann die 5 zu machen. Jetzt, wo wir abverkauft hätten, wäre noch möglich gewesen, bei der 2,80 Dollar nochmal zu drehen und dann doch noch die 5 zu machen. Das wäre möglich gewesen. Hat er nicht getan, ist hier durchgebrochen und jetzt sieht das eher bärisch für mich aus im ganz großen Stil. Also im kurzfristigen wäre es möglich, dass wir hier nochmal hochlaufen, dass wir vielleicht nochmal die 2,80 antesten. Wenn wir die schaffen zu durchbrechen, sogar die 3,20 antesten, also hier ungefähr ist das. Das hier nochmal antesten, aber spätestens hier erwarte ich dann wieder einen Abverkauf und dann sogar noch tiefere Tiefs als diesen 2,47 Dollar. Also das jetzt im ganz großen Stil. Das heißt also kurzfristig bis zu 3,20 Dollar möglich, falls wir die 2,80 Dollar schaffen, endlich zu erobern. Wenn wir die nicht schaffen, ist es eh vorbei, dann geht das gleich tiefer. Und spätestens bei der 3,20 Dollar, da sehe ich im grasgroßen Bild einen Abverkauf und dann ist es auf jeden Fall die 2 Dollar möglich und auch tiefer. Wie viel tiefer können wir uns mal anschauen? Okay, ich habe jetzt nur Daten bis Februar, aber in meinem anderen Programm, was ich benutze, habe ich gesehen, dass sogar 1 Dollar oder so knapp unter 1 Dollar möglich wäre. Ich sage nicht, dass das passieren wird, ich sage nur, das ist leider möglich, weil einfach das Chartbild das so hergibt. Wir müssen jetzt aber erstmal drauf schauen, was unsere DeFi-Chain machen wird, wie sie mit den Problemen umgehen wird und ob wir schaffen, dann viel neues Kapital quasi reinzuziehen in die Stock-Token, die dann auf einmal wieder fair sind und so weiter. Wenn wir das schaffen, halt auf dem Weg nach unten irgendwann ranzuholen, dann muss dieser 1 Dollar nicht sein. Sollten wir aber mit diesen Problemen ein bisschen länger brauchen, dann wird der Bitcoin, wenn er denn hier auf die 36.000 fallen sollte, auf jeden Fall den DFI mit runterziehen. Und dann ist es auf jeden Fall möglich, dass wir hier die 1 Dollar sehen. Da sei dazu nochmal gesagt, dass wir jetzt nur weil wir auf 1 Dollar fallen, dieses Projekt nicht begraben müssen, sondern das wäre dann diese gesunde Entwicklung quasi nach einem riesengroßen Abverkauf auf ein Tief quasi, wo jeder Angst kriegt und jeder denkt, dass alles gestorben ist. Das wird dann dieser Punkt sein, wo dann diese ganze Chose drehen wird auf 1 Dollar bis ungefähr 70 Cent. Das wäre diese Phase, die ich jetzt so voraussehe. Und da würde dann diese riesengroße Drehung stattfinden und von da an erwarte ich aber viel, viel höhere Highs. Also auf ganz große Bild, okay, wie gesagt, ich sehe das hier nicht, aber ich habe es mit meinem anderen Programm durchgeguckt. Dann sind erstmal 8 Dollar als nächster Punkt drin, dann vielleicht ein ganz kleiner Abverkauf und dann 12 Dollar drin. Das wäre der nächste Schritt quasi nach diesem Abverkauf auf ungefähr 1 Dollar. Sollten wir diesen Dollar nicht schaffen, sondern vorher drehen, um hochzugehen, dann wird es in diesem Schritt wahrscheinlich nicht zu 12 Dollar führen, sondern wird erstmal vorher noch mal eine kleine Korrektur brauchen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Dann analysiere ich auf jeden Fall dann nochmal. Ja, so sieht das erstmal aus. Gehen wir nochmal durch. Hier im 1-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir schon wieder hier abgeprallt sind. Und jetzt hängt er hier an dieser 2,72 Dollar Grenze. Das ist quasi seine Kanallinie unten, das ist seine Kanallinie oben. Und sollte diese 2,72 Dollar nach unten verlassen werden, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, weil dieser Kurs sehr schwächelnd aussieht, dann wird es runterbrechen. Und runterbrechen wird es einmal zum möglichen ungefähr 2,63 Dollar bis 2,61 Dollar. Das wird unser Bereich sein hier vorne, den er dann als nächstes wieder als Support nutzen könnte. Wenn er das schafft, dann ist als nächstes 2,80 Dollar dran, die brechen muss. Wenn er das nicht schafft, dann geht das direkt runter wieder in unsere Supportbox hier. Aber wenn er das nicht schafft, dann erwarte ich, dass er diese Supportbox nach unten verlässt. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen schönen restlichen Tag und von mir soll es heute gewesen sein. Wir sehen uns alle morgen wieder.